Tut richtig gut jetzt nach dem Winter. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mein Gärtner. Heute befassen wir uns mal mit Gartenthemen. Wir machen einfach einen kleinen Rundgang in meinem kleinen Garten und schauen, was zu tun ist jetzt im Februar. Machen vielleicht schon ein paar Vorbereitungen, eben fürs Frühjahr, und schauen, wie die Pflanzen sich momentan verhalten. Wir kontrollieren jetzt erstmal die Terrasse, wie es den Pflanzen geht, ob was zu gießen ist. Das ist eben ein häufiger Fehler. Jetzt zur kalten Jahreszeit. Man vergisst einfach das Gießen und dann vertrocknen die Pflanzen. Im Frühjahr denkt man dann, die Pflanzen sind erfroren, aber ganz oft ist es so, dass die Pflanzen einfach nur vertrocknet sind. Hier ist mein Pflanztisch, alles ein bisschen zugestellt im Moment. Eben im Frühjahr und Sommer kann man hier gut topfen. Hier unten habe ich meinen Erdenvorrat, einfach hier in so einer Mörtelkiste drin. Siebdruckplatte oben drauf, dass die Erde nicht austrocknet. Und hier rechts daneben, ja, sind verschiedene Fließstücke, Überwinterungsmaterialien, einfach ja kleiner Vorrat für meine Pflanzen. Hier stehen alle Pflanzen dicht an dicht, einfach dass noch mal ein bisschen Frostschutz ist, eben auf der Terrasse, damit die Pflanzen schön trocken stehen. Wir müssen jetzt dann nachher noch mal einzeln kontrollieren, die Pflanzen, welche Wasser brauchen, dass die eben gegossen werden. Hier eben verschiedene Sukkulenten, meine Viola-Voranzucht, hier Winterportulak, meinen Kräuterkasten, Kräuterbeet, den will ich allerdings auflösen. Hier der Rosmarin ist noch gut, die Pflanze. Salbei nochmal kräftig zurückschneiden, auch den Thymian kräftig zurückschneiden, und dann möchte ich daraus einen Mini-Teich machen. Hier vor der Terrasse ein paar Kakteen und Sukkulenten, alles winterharte Pflanzen. Hier ein bisschen Saisonbepflanzung, hier ein kleines Bäumchen, Walzenwolfsmilch, eine Opuntie, Sedum, nochmal eine Opuntie, alles eben winterhart. Und hier nochmal Sedum und Hauswurz. Dann schauen wir auch mal in mein Frühbeet rein. Da tut sich schon ein bisschen was. Hier Grasula schaut sehr schön aus. Meine Kakteen. Hier ein Hauswurz, der fast ganz weiß ist. Ginkgo schaut auch sehr gut aus. Rosmarin zum Überwintern. Hier ist Rosularia, meine Jovibaba, Cheesecake und Cheese Love haben schon eine ganz tolle gelbe Farbe, sehe ich. Die treiben jetzt schön aus. Sedum sempervivoides, auch schön sich ausgesät, hier geht es überall auf. Verschiedene winterharte Kakteen, eine Lärche zum Überwintern, Larix. Ein Nadelgewächs, das seine Nadeln verliert über den Winter. Hier hinten Sempervivum, Red Oditi, Zylindropuntien, Delosperma aussaaten. Eben hier im Frühbeet ein paar empfindlichere Pflanzen, wertvollere Sempervivum-Sorten, die eben ja keine Kälte, keine Nässe vertragen. Und im Frühjahr dann, wenn die Zimmerkakteen rauskommen, kommen eben hier diese ganzen Pflanzen in den Garten verteilt, rausgestellt, auch auf dem Pflanztisch, der dann aufgebaut wird, und kommen eben dann die Zimmerkakteen rein. Über den Sommer mögen es einfach am liebsten draußen, und so nutze ich das Frühbeet eben im Sommer für meine nicht winterharten Kakteen und Sukkulenten und jetzt im Winter einfach nochmal als zusätzlicher Kälteschutz. Auch alles mit Thermometer, dass ich eben sehen kann,
ja, wie viel Grad hat es in der Nacht gehabt mit Min-Max-Funktion über 24 Stunden. Bis jetzt diesen Winter hatte ich als kältesten Wert minus 2 Grad drin. Also das ist wirklich, wirklich sehr gut, dieses Frühbeet. Ich habe ein paar Kakteen drin, die nur minus 5 Grad aushalten. Also alles optimal. Dann können wir das Frühbeet einfach noch mal zumachen. Später dann gehen wir noch gemeinsam durch zum Gießen. Habe ich eben auch meine Larix, die Ginkgo-Bäume brauchen ein bisschen Wasser. Rosmarin werden wir gießen. Sempervivum lassen wir trocken stehen. Und dann schauen wir weiter zu meinem Hochbeet. Hier habe ich so Pflanzkästen dran. Ein paar Erdbeerpflanzen. Mit Reisig abgedeckt, nochmal zum zusätzlichen Schutz. Winterportulak am Balkonkasten. Fette Henne, Sedum Telephium, können wir gleich abschneiden. Hier die vertrockneten Stiele. Ich habe das Hochbeet aus so ja, Edelrostoptik. Habe ich auf eBay besorgt. Bin ich ganz zufrieden von einem super Mann, der eben diese fertigt. Innen nochmal mit Noppenfolie ausgekleidet, damit das Metall ein bisschen länger hält. Und hier auf der rechten Seite von mir aus gesehen im Hochbeet habe ich ein Vlies. Da habe ich nochmal Winterportulak, Steckzwiebeln. Ich sehe, die kommt hier schon eine, zwei. Ja, die kommen langsam. Dann hier auf der Seite nochmal Petersilie und hinten Feldsalat. Schön dicht zumachen, dass die Pflanzen eben einen kleinen Vorsprung haben. Dann habe ich hier nochmal eine zweite Anlage mit Hauswurz, verschiedene Sorten. Neben dem Frühbeet ist eben nochmal eine dritte Palette. Ich habe das Ganze auf Einwegpaletten draufstehen, meine ganzen Hauswurzsorten mit Mypex-Folie obendrauf. Und so habe ich die besten Erfahrungen. Die Pflanzen stehen relativ trocken und wachsen eben sehr gut auf der Fläche. Alles im 9er Vierecktopf drin mit meiner Kakteenerde. Ah, die Vogeltränke auch frisch machen. Hier dann nochmal mein Gerätehaus, um einfach mein Gartenwerkzeug, verschiedene Erden, verschiedene Substrate habe ich drin, meine Töpfe als kleines Vorratslager. Hier habe ich verschiedene Teichpflanzen zum Überwinter drin, ist eben geplant. Der Kasten, wo aktuell meine Kräuter sind, will ich dieses Jahr einen Mini-Teich draus machen. Ich hatte die letzten 2 Jahre eine alte Zinkwanne, hat allerdings nicht so gut funktioniert. Deswegen möchte ich dieses Jahr dieses Kräuterbeet umfunktionieren. Ist wasserdicht, hatte ich schon früher mal als kleinen Teich und hat super funktioniert. Hier nochmal verschiedene Pflanzen im 9er-Topf, verschiedene Stauden, Kräuter. Kaskadenthymian ist wunderschön gewachsen hier. Verschiedene Funkchen habe ich alles schon ein bisschen zum Überarbeiten hier. So, dann mache ich mal das Gewächshaus hier ganz auf, dass ich gut hinkomme an alle Pflanzen. So. Ah, okay, Sedum sempervivoides, Mutterpflanze. Ist hier leider abgestorben. Mache ich gleich raus, damit ich den Krankheitsdruck entferne aus dem Gewächshaus. Aber ich habe hier noch in meiner Aussaatschale ganz viele kleine Keimlinge. Also ist das nicht weiter schlimm. Ah, diese Jovibaba leuchten momentan richtig schön. Das ist ein Unkraut. Ah. Ja, alte Blütenstände. Einfach rausschneiden. Oh, diese Sempervivum ist wirklich der Hit. Bisschen ausputzen hier.
steht aber relativ nass hier im Eck. Den Platz ein bisschen tauschen, dass die Pflanze trockener steht. Okay, hier ein bisschen Unkraut. Daphne bekommt etwas Wasser. Ginkgo ist eben in den Jugendjahren etwas empfindlicher von der Frosthärte, deswegen habe ich es auch nochmal hier im Frühbeet drin stehen. Rosmarin. Meine Lärche. Hier ist überall noch ein bisschen Unkraut, das lasse ich jetzt aber einfach drin. Soweit ist hier dann alles in Ordnung. Leider ein Verlust. Sedum, Sempervivoides. Mutterpflanze, aber eben Gott sei Dank noch ausreichend Sämlinge. Dann kann man das Gewächshaus wieder zumachen. Aktuell ist es nicht so kalt hier. Dann kann man einen kleinen Lüftungsschlitz offen lassen. Hier bei den Semper Vivum nebendran. Wie verhält sich hier alles? Auch ein bisschen das Unkraut auf. Ich schaue dann immer die verschiedenen Sorten, die mir ins Auge stechen, dann nochmal genauer an, welche Sorte es ist. Die sind eben je nach Jahreszeit, schauen die unterschiedlich aus, deswegen ist es immer spannend, dann direkt auf das Sortenschildchen nochmal zu schauen, wenn man die Sorte nicht gleich erkennt. Aber hier passt alles teilweise. Oh, sehr schön schwarz, Leonhard. Teilweise gehören sich überarbeitet, vermehrt, aber da ist es jetzt um die Jahreszeit noch etwas zu früh. Im Hochbeet ist eigentlich aktuell nicht viel zu tun. Wir können noch mal hier den Feldsalat anschauen. Kann ich dann noch ein paar Blättchen mit reinnehmen für meine Diamanttauben. Schön wieder zudecken. Und ansonsten eben hier in dem Balkonkasten das Sedum zum Zurückschneiden. Kann man einfach mal schnell machen. Bodennah einfach runterschneiden. Wenn man das zu spät im Jahr macht, dann treibt von unten das Sedum schon zu weit durch und dann verletzt man den Neuaustrieb, deswegen jetzt um die Jahreszeit mache ich das jetzt schon gerne. Das sieht man schon richtig schön, wie es schon wieder frisch rauskommt. Andere Seite. Oh, jetzt kommt richtig schön die Sonne raus. Tut richtig gut jetzt nach dem Winter. Dann noch schön ausputzen die Pflanze. Da ist ein bisschen Unkraut. Gedüngt wird dann hier die fette Henne beispielsweise.
im Frühjahr, März, April, mache ich einfach eine Blaukorndüngung. Habe ich die besten Erfahrungen bei Kakteen, Sempervivum, Sedum. Kommt eben ein paar Körner Blaukorn drauf. Hier bei den Sempervivum passt eigentlich alles. Ein paar Töpfe zum Vermehren, die Mutterpflanzen, bisschen Unkraut, das passt. Dann fülle ich noch die Vogeltränke frisch auf. Für die Vögel auch mal ganz wichtig, dass sie ein bisschen Wasser zur Verfügung haben. Im Sommer denkt man öfter dran, aber jetzt im Winter haben sie natürlich auch Durst. Wie schauen die Teichpflanzen aus? Ah, sehr schön, schon angetrieben. Brunnenkresse. Sehr gut. Fehlt auf jeden Fall ein bisschen Wasser zum Auffüllen. Dann schauen wir mal auf die Terrasse, ob da noch was zum Gießen ist. Hier ist aktuell noch ein bisschen Unordnung von meiner letzten Fahrt, von meinem Fahrradgepäckträger. Zum Schutz für die Fahrräder muss ich noch zum Trocknen aufhängen. Hier nochmal eine Einwegpalette, um nochmal mehr Platz für meine Sempervivum zu haben. Hier eine Korkenzieherhaselast für ein anderes Projekt. Dann sehe ich aber schon, hier muss ich auf jeden Fall gießen. Dann schauen wir einfach mal durch, was hier Wasser braucht. Farn auf jeden Fall. Ist leider alles ein bisschen durcheinander hier. Im Herbst, wenn es dann kalt ist, stellt man einfach alles schnell hier zusammen, ohne drauf zu achten, was braucht Wasser und was muss trockener stehen. Aber einfach schön vorsichtig durcharbeiten. Buddleia, eine gelbe Sorte, bekommt auf jeden Fall ein bisschen was. Hier unten eine Funkie noch drin. Eine Rose, Lily Rose, die Sorte, Kleinstrauchrose, Sedum, hier die Euphorbe bekommt auch etwas. Ich habe hier ganz gern so eine große Gießkanne, fülle es dann in die kleine um und kann dann gezielt bei so engen Verhältnissen die Pflanzen ausgießen, die Wasser brauchen. Hier meine Viola. Die bekommen nichts. Hier hinten noch mal eine Buddleia, bekommt auch etwas. Eine Ulme bekommt einen Schluck. Hier hinten stehen dann noch Ginkgo-Bäume. Die bekommen natürlich auch etwas. Winterharte Banane, mal schauen, ob sie den Winter überstanden hat. Dann nehme ich aber diesmal die große Gießkanne.
doch alles sehr eng. Okay, den Kräuterkasten machen wir neu. Hier hinten habe ich noch Salate, gepflanzt im Dezember. Leichten Frostschaden haben sie. Kopfsalat rot wird es. Kommt auch etwas. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem Gießen durch. Ach, hier noch die kleine Kiefer. Diese Nadelgehölze, die wollen natürlich auch immer ein bisschen. Und dann hier hinten habe ich noch mal eine. Bekommt natürlich auch einen kleinen Schluck. Plane zum Trocknen aufhängen. Okay, wie schaut mein Saisonkasten aus? Kaluna Rasta Girls. Ein Currykraut kann ich dann als Gewürzkraut noch verwenden. Hier nochmal eine Kaluna und eine Räucherer. Schaut alles ganz schön noch aus. Kaluna kann man jetzt mal langsam austauschen gegen eine Viola. Ja. Und Viola habe ich ja aus Eigenvermehrung. Eine sehr schöne Sorte. Topf noch ein bisschen andrücken. Und damit kommt man sie gut raus. Wurzeln sind auch sehr schön. Und dann kommt die als kleine Frühlingsgruß schon in den Saisonkasten rein. Da fehlt noch ein bisschen Erde. Ich nehme jetzt einfach die Kakteenerde. Ist ein bisschen wasserdurchlässiger, dass die Viola nicht zu nass steht. Und dann kann man hier Erde noch schön reindrücken. Angießen brauchen wir es nicht. Ist nass genug. Und dann hier noch ein bisschen Piniendekor außenrum. Und dann haben wir hier schon einen kleinen Frühlingsgruß. Schon besser. Winter ist vorbei. Und hier die Kaluna probieren wir mal zurückzuschneiden und über den Sommer zu bringen. Ich hoffe, euch hat mein Video diesmal auch gefallen. Als erstes mal ein
gärtnerisches Thema. Aber momentan zu dieser Jahreszeit im Februar nicht so viel zu tun. Dieses Jahr äußerst mild, Sonne scheint gerade wunderschön. Deswegen kann man sich auch schon auf die Ernte von Winterportulak Feldsalat freuen. Werde jetzt auch noch ein bisschen was für meine Täubchen mit reinholen. Und ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dass wir ein bisschen weiterkommen mit diesem Kanal. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt sind wir pflanzen. Es soll Wasser rein für den Teich. Nochmal von vorne. Ich hoffe, euch hat mein...